Warum sollte ich dich beißen, solange du schläfst? Es fühlt sich dann bei weitem nicht so gut an, als wenn du es mitbekommst. Ich glaube, du hast es selbst mitbekommen, oder? Es fühlt sich nicht annähernd so schlimm an, wie du es dir vorgestellt hast. Es fühlt sich fast erleichternd an, wenn ich dich beiße. Ich hab's gefühlt. Durch dein Blut. Die ganzen Hormone und Endorphine. Das ganze Adrenalin, was in deinem Blut herumschwirrte, war dann plötzlich in meinem Blut. Und deswegen habe ich genau gefühlt, was du gefühlt hast, als ich dich gebissen habe. Du warst überrascht. Und du hast dich immer mehr entspannt. Du fandest es gar nicht so schlimm, habe ich recht? Soll ich es gleich nochmal probieren? Du hast es dir vielleicht ganz schlimm vorgestellt. Ja, bevor du wusstest, wie es geht, bevor du wusstest, wie es sich anfühlt, da hast du dir vorgestellt, dass es wie ein Kampf ist, den du langsam verlierst, dass es schmerzt, wenn meine Zähne durch deine Haut gleiten. Du hättest nicht gedacht, dass du es fast nicht spürst, den Schmerz. Du hättest nicht gedacht, dass es sich so befreiend anfühlt. Ich kann in deinem Blick sehen, dass ich recht habe. Und ich konnte es schmecken. Und ich werde es gleich auch wieder schmecken. Oh. Möchtest du noch gehen? Ich sehe es doch, du willst dir weg. Was glaubst du, wer dich hier rausholen wird? Deine Eltern? Deine Freunde? Sie werden nicht lange nach dir suchen. Es wird vielleicht ein paar Wochen so gehen. Aber dann, wenn sie keine Spur mehr von dir haben, dann, wenn es keinen Anlass mehr gibt, weiter zu suchen, wenn sie nicht wissen, wo sie suchen sollen, dann werden sie aufhören. Gar nicht beunruhigen. Dir wird es dir ja noch sehr gut gehen. Ich werde mich um dich kümmern. Weißt du, mit mir hat es genauso angefangen. Ich war genauso gefesselt wie du und ich war genauso hilflos. Ein hilfloser, kleiner, schwacher Mensch. Ja, ich weiß es noch. Ich hatte andere Ketten als du. Es hat auch sehr lange gedauert, bis mein Meister mich verwandelt hat. Mal schauen, wie lange es bei dir dauern wird. Du schmeckst nämlich unglaublich gut. Und ich weiß nicht, ob ich das aufgeben möchte. Aber zu alt will ich dich auch nicht werden lassen. Ein paar Jahre müssten ausreichen. Danach lasse ich dich auch mal kosten. Von meinem Blut. Ach, du willst nicht. Du willst zurück nach Hause. Du willst zurück und ein Mensch bleiben. Nein, das hat sich für dich erledigt. Ein ganz normales Leben wirst du nicht mehr haben. Egal, ob du jetzt hier rausgehen könntest, egal, ob ich dich befreien würde, egal, ob dich jemand anderes befreien würde, egal, ob du fliehen könntest, dein Leben hat sich schon verändert und du kannst nicht zurück. Du weißt nämlich jetzt mehr als vorher und dieses Wissen würde dich niemals in Ruhe lassen. Du könntest niemals in Ruhe leben, so wie vorher. Auch wenn du
Vampire gibt. Mit dem Wissen ist es anders, habe ich recht. Wie kannst du in der Nacht noch ruhig schlafen, wenn du weißt, dass jemand wie ich durch die Nacht fliege? Ja. Du wirst hier nicht wieder rauskommen. Nichts kann dir hier noch helfen. Nichts kann dich wieder zurück in dein altes Leben führen. Dein altes Leben ist vorbei. Meine Lippe. Ich kann es nicht lange zurückhalten. Willst du mir wieder etwas von deinem Blut geben? Willst du das erlösende Gefühl spüren, dass der ganze Stress sich aus dir löst? Dass du dich langsam entspannst und gegen die Entspannung nichts unternehmen kannst, dass der Stress in dir machtlos wird. Willst du, dass ich dich beiße? Dass ich meine Zähne in deine Haut versenke? Das ist